Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Heute gibt es mal ein bisschen was anderes und zwar, glaube ich, so ziemlich das erste 10-Arten-Video, was ich jemals gemacht habe. Und zwar 10 Arten von Snapchattern, beziehungsweise typische Mädchen auf Snapchat. Also, ja, der Name erklärt sich eigentlich schon von selbst und deswegen würde ich sagen, legen wir auch direkt los mit dem Video. Typ Nummer 1 kennen wir sicherlich wirklich alle. Und zwar ist es dieses typische Möchtegern-Model, beziehungsweise die, die auf ihren Snaps immer gut aussehen muss. Ich denke mir immer, da man die Snaps ja sowieso höchstens 10 Sekunden lang sehen kann, muss man sich jetzt nicht unbedingt so rausputzen, wie zum Beispiel für sein Facebook-Profilbild oder so. Aber es gibt ja trotzdem noch diese Mädchen, die denken, es darf kein abstehendes Härchen da sein oder die Zähne müssen komplett schneeweiß aussehen, sonst wird halt ohne Zähne gelächelt und jeder muss denken, wow, ist die hübsch. Oh, was mit meinen Haaren? Nein. Oh, nee, das sieht doof aus. Nochmal. Was ist mit meiner Nase? Kommen wir zum kompletten Gegenteil. Und zwar ist das die Person, die es wirklich null interessiert, wie sie auf ihren Snaps aussieht. Also so Kartoffeln wie ich. Ja, ich bin auch eine von diesen Personen, muss ich zugeben, die wirklich richtig drauf scheißen eigentlich, wie sie in ihren Snaps aussehen und extra noch von unten fett ihr Doppelkinn in die Kamera halten und ihrer Natur freien Lauf lassen und vielleicht ihre meisten Freunde damit auch ein bisschen verstören, aber ist ja egal, ne? Die müssen uns so nehmen, wie wir sind. Und zurück. Hi. Ich glaube, diesen Typen kennen wir wirklich alle. Und zwar den Filtersuchti. Also die Leute, die wirklich bei jedem Snap diese Filter verwenden. Sei es dieses kleine Hündchen oder dieses regenbogenkotzende irgendwas. Ich weiß gar nicht genau, was es darstellen soll. Also ich finde ja, diese Filter, die können ja ganz cool und lustig sein. Aber man muss es echt nicht übertreiben, ne? Oh mein Gott, ist der süß. Okay, der ist zu lustig. Noch einer. Na, 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 na. Okay, ein Bild kann ich hier noch schicken. Dann gibt es noch diese Leute, die ihren kompletten Tag in ihrer Snapchat-Geschichte festhalten und jedes noch so kleine Detail aus ihrem Tag den Leuten mitteilen müssen. Und ich habe wirklich so Leute, denen ich folge, wo ich manchmal 10 Minuten vorsitze, bis ich die komplette Snapchat-Geschichte durchgeguckt habe. Und dann weiß ich wirklich jedes Detail über deren Leben. Jedes. Hey Leute, mir ist langweilig. Ich sitze gerade noch auf dem Klo und mache mich gleich auf den Weg zu meiner Freundin. Und dann werden wir so ein bisschen... Diese Art von Snapchattern kann ich ja persönlich gar nicht ab, weil sobald ich Essen sehe, kriege ich Hunger und werde schlecht gelaunt. Und diese typischen Essensposter helfen mir da nicht wirklich weiter. Das sind wirklich die Leute, die, wenn sie sich was zu essen bestellen oder irgendwie bei Starbucks waren oder so, das erste, was sie machen, ist ein Bild für ihre Snapchat-Geschichte, beziehungsweise für Snapchat, um ihre Freundin neidisch zu machen. Und jeder, der das jetzt sieht, der mit mir manchmal snappt, hört auf, mir euer Essen zu schicken. Finde ich nicht cool. Außerdem gibt es noch diese Leute, wo ich mir jedes Mal so denke, warum? Das sind nämlich diese Leute, die irgendwie einen schwarzen Hintergrund posten und dann so eine richtige Deep Quote da drauf hauen. Also ich finde das ja bei Instagram manchmal sogar schon ein bisschen nervig, wenn die da ihre depressiven, theatralischen Sprüche rausholen. Aber bei Snapchat wirklich? Ich habe auch so ein paar Freunde, wo ich mich wirklich irgendwann minderwertig fühle, weil sie mir nie antworten. Nie. Die snappen dich an, fragen dich irgendwas, du antwortest irgendwas Lustiges, keine Ahnung, und dann siehst du irgendwann nur noch dieses hohle Dreieck und denkst dir, keiner mag mich.
Mir wurde auch schon öfter die Erklärung dafür abgegeben, dass es cooler bzw. beliebter aussieht, wenn man dieses geöffnete, also dieses hohle Quadrat da hat, bzw. dieses Zeichen, dass man etwas geöffnet hat. Und deswegen antworten die meisten nicht mehr. Interessant. Verletzt mich trotzdem. Das ist ja wirklich so was Typisches, was ich auch öfters mache. Also wenn ich finde, dass ich gerade wirklich aussehe wie so ein Fuß, dann bin ich auch so diese Person, die sich nie zeigt. Also die immer irgendwas in ihrem Zimmer sucht, was sie fotografieren kann, um dann zu antworten. Beziehungsweise einfach irgendwie die Decke fotografiert oder die Haare oder sonstiges. Damit man bloß kein Foto von sich selber machen muss. Ich erwische mich auch oft dabei, dass ich irgendwie einfach mein Gesicht mit dieser Malfunktion übermale. Und sodass man mein Gesicht halt nicht mehr sieht. Und das ist wieder so ein typischer Mädchenkomplex, den glaube ich alle mal irgendwann so im Laufe ihrer Pubertät haben. Ah, nee. Kacke, ich muss so antworten, nee. Was nehme ich denn? Das ist cool. Ah, okay, nein, da sehe ich echt zu schlimm aus. Geht nicht. Und dann zu guter Letzt der Spammer. Diese Person, die so unmenschlich viele Snaps schickt, dass ihr irgendwann vierstellige Teile da oben in der Ecke stehen habt, wenn ihr die Snaps von euren Freunden öffnen wollt. Bei mir ist es oft so, dass mir dann keine Sprachnachricht mehr bei WhatsApp geschrieben wird, sondern ganz einzelne Nachrichten bei Snapchat, wo man ja nur diese kleine Leiste beschreiben kann. Und deswegen kommen dann 10 Millionen Snaps hintereinander, bis die Geschichte dann mal zu Ende erzählt ist. Ah cool, ich hab einen Snap! 90 Sekunden, ernsthaft? Interessant. Dann los. Danke dafür. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, welcher Typ an Snapchatter ihr seid und ob ihr auch so Freunde habt, die irgendwelche dieser Typen entsprechen. Gebt mir gerne Feedback in Form eines Kommentars oder einer Bewertung. Dann weiß ich, ob ich sowas öfter machen soll oder lieber eher nicht. Hier kommt ihr jetzt noch zu meinen beiden letzten Videos und ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Tschüss! Sieht es gruselig aus mit diesem Ring.